Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 31. Mai. Letzter Tag des Monats und ja, ein Monat, der sich hier durchaus für die ein oder andere Währung sehr, sehr dynamisch darstellte. Mal sehen, wie der Juni wird. Hier gleich wieder das Augenmerk. Natürlich British Pound. Sicherlich ein großes Thema in Sachen Brexit. Das dürfte jetzt die nächsten Wochen noch sehr, sehr spannend sein, bis eben zum 23.06. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Wir wollen uns den Euro gegenüber dem Australdollar nämlich anschauen, der hier heute ganz klar die rote Laterne in der Hand hält mit aktuell hier 0,77% Abschlag. Der Australdollar auf der Gegenseite hier ganz vorn dabei. Und ja, was kann denn die Ursache sein? Wir haben hier diverse Wirtschaftsdaten aus der Nacht. Hier speziell Australien, aber auch aus Neuseeland kam was. Und diese Daten wurden eben hier besser als erwartet auch interpretiert. Die Prognosen hier gerade bei den Baugenehmigungen stärker. Es gab hier sozusagen keine großen Enttäuschungen, wenngleich die Leistungsbilanz des ersten Quartals hier ein Stück weit schwächer war als die Prognose, aber eben auch noch nicht so schwach wie zuletzt. Also im Umkehrschluss wurden die Daten hier sehr, sehr positiv aufgenommen und der Australdollar hier entsprechend beflügelt. Beim Euro gegenüber dem Australdollar hatten wir hier in einem der letzten Devisenradar-Webinare immer mittwochs auch hier diese Konstellation schon mal skizzieren können, dass es hier sozusagen auch den Rebound gab hier im Bereich 1,3735. Diese Zone sah erst nach einem Durchbruch auch da aus. Dann gab es hier diese ja, sehr, sehr starke Momentumkerze hier von Ende April. Und jetzt führte eben das Ganze weiter nach oben, ähnlich eben wie die Stärke auch beim Euro selbst, der ja jetzt unlängst eben durch die Statements der Fed in der vergangenen Woche hier wieder unter Druck gerät. Und mit einem schwachen Euro und einem starken Australdollar hat das Währungspaar Euro-Australdollar natürlich nicht viel zu lachen. Interessant aber, dass genau die Schwäche hier charttechnisch an einem Punkt auftrat, wenn wir hier im Wochenchart schauen. Diese Zone hier sehr schön zu definieren als Widerstandsbereich. Genau diese Zone, die war es, wo das Währungspaar jetzt in Stocken geriet. Und wir hatten hier die Annahme, wenn es denn so sei, dass der Euro über die 1,15 ausgebrochen wäre, also der Euro gegenüber dem US-Dollar, dann hätte das natürlich auch hier sicherlich viel Zugkraft mit sich gebracht und hier wäre dann zum Beispiel eben der Ausbruch über das Vorwochenhoch. Das war hier ein Hoch bei 1,5646, speziell über 1,57, wenn man noch ein paar Pips gerade auf Wochenbasis draufschlägt, wäre hier die Situation die, dass wir hier ein taktisches Kaufsignal von mehreren 100 Pips gehabt hätten. Aber nein, es war letztlich so, dass der Preis hier versiegte, hier Kräfte verlor. Und jetzt sehen wir hier die aktuelle Woche nach den letzten drei schwachen Wochen, die jetzt vom Körper her nicht so aussagekräftig sind. Schauen Sie da hier vergleichsweise einfach mal in den Februar. Aber die Tendenz neigt nach unten. Und jetzt haben wir ein neues Verlaufstief markiert und es könnte sich hier durchaus eine Abwärtsbewegung von mehreren 100 Pips anschließen. Das wird natürlich auch maßgeblich vom Euro selbst beeinflusst. Aber so wie es technisch jetzt hier aussieht, das haben wir jetzt hier im Tageschartintervall noch ein Stück weit aufgefächerter, muss man davon ausgehen, insbesondere weil jetzt hier diese Unterstützungszone aufgegeben wurde. Und wenn es jetzt hier per Tagesschluss dabei bleibt, dann muss man davon ausgehen, dass das Ganze sich eben hier weiter zuspitzt auf der Südseite. Und dann werden hier kurzfristig erstmal Levels um 1,5230 denkbar, um dann hier sogar die Marke von 1,5049 anzusteuern. Und da muss man natürlich dann sagen, hat sich hier einiges an Luft jetzt dann aufgeschlossen. Und ergo, es sieht tatsächlich danach aus, als würden wir hier eine weitere Schwäche sehen. Wir haben am Donnerstag die EZB. Im Prinzip wird hier nicht mit großartigen Überraschungen gerechnet. Gerade auch im Sinne des Brexits und der Unsicherheit im Vorfeld. Alles ein Stück weit Spekulation, aber man darf sagen, für den Euro gegenüber dem Australdollar hat sich der Bias mit der heutigen Schwäche, mit dem Durchbruch dieser Unterstützung hier auf jeden Fall verschlechtert. Gegebenenfalls gibt es noch Pullback-Möglichkeiten, falls es hier einen Rebound gibt, dann bleibt aber das Währungspaar hier unterhalb von 1,56 dennoch bärisch. Machen wir dazu mal hier oben so eine Widerstandszone. Das ist hier der Bereich, an dem der Markt wahrscheinlich wieder drehen müsste, wenn es denn zu einer Erholung kommt. Bullish ganz klar, Bias erst, wenn wir hier über 1,57, 1,56, sagte es ja vorhin hier das Hoch vom 24.05., wenn wir hier eben neues Reaktionshoch machen würden, deutlich ausbrechen, dann erst wäre hier die Alternation gezogen und die Bären vom Tisch gefegt. Aber das sieht, wie gesagt, aktuell nicht danach aus. Zumal der Aussie selbst hier
saisonal bedingt, also der Australdollar als solches, hier saisonal bedingt mit einer steigenden Saisonalität daherkommt. Das heißt, der Australdollar dürfte wohl stärker bleiben. Das beflügelt eben auch hier diesen negativen Bias. Und das muss man jetzt auch als solches dann mal mit ins Kalkül ziehen, um zu sagen, okay, der Markt hat wohl doch noch ein bisschen Luft nach unten. Zumindest sieht es jetzt technisch danach aus. Zudem auch hier beim Euro gegenüber dem Australdollar natürlich positive Rollover- und Swap-Gebühren anfallen aufgrund der Zinsdifferenzen. Das immer wieder auch im Hinterkopf behalten, auch wenn hier die Notenbank eben auch die Zinsen senkte und weitere Leitzinssenkungen in Aussicht stellte. Das war auch die Situation, warum wir hier unlängst so einen starken Move hatten. Aber nichtsdestotrotz, die Differenz ist immer noch exorbitant und es gibt positive Rollovers, also sozusagen nächtliche Gutschriften in Sachen der Zinsdifferenz. Das ist hier dann auch noch ein positiver Nebeneffekt, wenn man den Euro gegenüber dem Australdollar short tradet. Sowohl mittel- als auch kurzfristig eben hier die Tendenz fallend. Und insofern, wenn wir auch heute schon durch für den heutigen oder die heutige Beschau des Devisenradars. Wenn Sie mögen, morgen gibt es das Webinar und natürlich auch morgen 9.30 Uhr wieder die Sendung. Bis dahin drücke ich Ihnen erstmal die Daumen bei Ihren Handelsgeschäften, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.